Ich möchte zuerst GoAhead vielmals danken, dass Sie mich eingeladen haben und diesen Anlass organisiert haben. Und natürlich auch Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, einige meiner Ansichten mit Ihnen zu teilen. Es gibt schon ein Licht am Ende des Tunnels. Das Problem ist, dass man weiß die Länge des Tunnels noch nicht. Aber es ist so, mein Deutsch ist etwas eingerostet, weil ich 1970 die Schweiz verlassen habe. Und dann ging ich zuerst nach New York und dann seit 1973 wohne ich in Asien. Ich möchte also nur erwähnen, dass als ich nach Asien zog, mit Ausnahme von Japan, alle Länder noch also ganz arm waren. Also vor allem Südkorea, Taiwan, Singapur und so weiter. Und damals hatten wir noch den Vietnamkrieg und China war noch unter der Leitung von Mao Zedong, also streng kommunistisch, die kulturelle Revolution, die also relativ bitter war in Bezug auf Leben, die gefallen sind. Und es ist schon erstaunlich, wie sich die Welt innerhalb von 40 Jahren verändert hat. Ich kam auch hier auf der Maturreise 1963 und damals war Wien also noch sehr arm und nicht entwickelt industriell. Und das hat sich also unwahrscheinlich verbessert, das muss man schon sagen, dass die Welt sich A, sehr stark verändert hat und dass man sehr viele Veränderungen, wer hätte gedacht noch vor 10 Jahren, dass die Automobilumsätze in China diejenigen der Vereinigten Staaten jetzt übertreffen würden. Das sind natürlich gewaltige Tendenzverschiebungen, die stattgefunden haben. Nun, es ist so, wir stecken innerhalb einer Krise, Wirtschaftskrise. Wobei also mein Eindruck, wenn ich so am Zürcher Flugplatz bin oder am Wiener Flugplatz an einem Freitagabend, dann ist also nicht mein Eindruck, dass das eine Depression ist. Aber der Herr Krugman, der einen Nobelpreis gewonnen hat in Wirtschaft, der glaubt, das Beste für die Welt wäre, nochmals eine Anlageblase zu haben. Aber nachdem er das bereits 2001 gesagt hat, und wir jetzt die Resultate kennen, bin ich also nicht der Ansicht vom Herrn Krugman und ich möchte das noch weiter erklären. Nicht am Ende der 90er Jahren hatten Sie einen Kapitalinvestitionsboom, der sich konzentrierte auf Technologie, Medien und Telekommunikation. Und in dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, stieg der Nasdaq um 48% pro Jahr, zwischen 1997 und März 2000 und der Nasdaq verdoppelte sich noch zwischen August 1999 bis März 2000. Aber also der Herr Greenspan konnte dort keine Bubble identifizieren. Nun, als der Nasdaq dann eingebrochen ist nach März 2000, hat die Federal Reserve Bedenken gehabt, dass wir eine deflationistische Rezession haben könnten und hat dann also ganz aggressiv die Zinsen gesenkt. Sie sehen dort, ja man sieht es eben mit diesem Laserpointer nicht, von 6,5% Jahresende 1,75% und dann im Juni 2003 auf 1% und dann hat man die Zinsen auf 1% gelassen bis Juni 2004. Und dann in Kleinschritten langsam erhöht, da auf 5,25% zwischen Juni 2004 bis August 2006, dann hat man das gelassen auf 5,25%. Und dann nach September 2007, als die Federal Reserve dann aufgewacht ist, dass da also im System größere Probleme vorhanden sind, als sie gedacht haben und dass es eben nicht nur im Bereich des Subprime Probleme gäbe, sondern dass eben die ganzen Vereinigten Staaten Subprime sind. Da haben sie dann die Zinsen wieder massiv gekürzt. Aber ich möchte also bemerken, dass das natürlich diese Geldpolitik der Amerikaner hat natürlich zu größeren wirtschaftlichen und auch finanziellen Volatilität geführt. Jetzt weiß ich nicht, wo ich meinen... Ah, hier ist er. Und im Übrigen, und ich werde auf das noch zurückkommen, Sie haben zwar die Zinsen schon erhöht hier nach Juni 2004,
Aber es kam nie zu einer restriktiven Geldpolitik, das möchte ich also betonen. Und ebenfalls, die Wirtschaft begann sich zu erholen, offiziell November 2001. Also fast 3 Jahre in einer Erholung hatten sie Leitzinsen von 1%. Und das hat natürlich zu einer völligen Fehlverteilung der Kredite geführt in den Vereinigten Staaten. Nun, ich habe erwähnt, dass eben diese Geldpolitik zu größeren Volatilitäten führt. Und ich möchte das folgendermaßen erklären. Wie Sie wissen, die Rohstoffe, die ausgedrückt werden dadurch den CRB-Index, das ist so ein Warenkorb von verschiedenen Rohstoffen, die erreichten einen Spitz 1980 und sind dann sehr stark gefallen, 1980, insbesondere real gemessen, bis 1999. Und der CRB erreichte dann 1999 182 und dann nochmals im Jahre 2001 185. Und nachher stieg der CRB, getrieben teilweise von der zusätzlichen Nachfrage von China für Rohstoffe, werdet auf das zurückkommen, und teilweise eben aus, wegen der expansiven Geldpolitik. Und dann erreichte aber der CRB seinen ersten Spitz hier Mai 2006 bei 365 und dann bewegte er sich zwischen 280 bis 320 und wir waren bei 320, als dann die Federal Reserve aggressiv die Zinsen senkte, hier September 18, 2007. Und dann ist der CRB ganz gewaltig gestiegen auf 473 im Juli 2008, also etwas länger als vor einem Jahr. Aber ich möchte betonen, dass die Wirtschaft in der Welt sich natürlich schon Ende 2007 verlangsamte, also offiziell begann die Rezession in Amerika im Monat Dezember 2007. Ich habe eigentlich meine Rezessionsbeginn im Oktober 2007, sodass grundsätzlich ohne diese Geldpolitik, die sehr expansiv war, wäre der CRB gar nicht hier so stark gestiegen, weil die Nachfrage nach Rohstoffen verlangsamte sich bereits Ende 2007 und sicher anfangs 2008. Und dann im Juli 2008 haben auch die größten Optimisten unter den Optimisten, die sogenannte Goldilocks Crowd, gemerkt, dass vielleicht doch etwas schief wäre in der Weltwirtschaft. Da ist alles zusammengebrochen und der CRB ist dann gefallen bis auf weniger als 200 im Februar von diesem Jahr. Und seitdem hat er sich etwas erholt. Das Gleiche können Sie verfolgen bei Ölpreisen. Erreichten ihren Spitz hier bei 80 Dollar Mai, Juni 2006. Dann haben sie sich bewegt um 75 Dollar. Dann kamen die Zinssatzkürzungen. Da ist der Ölpreis auf 147 Dollar gestiegen. Dann zusammengebrochen. Oder das sind die Folgen einer expansiven Geldpolitik. Höhere wirtschaftliche und auch höhere Finanzvolatilitäten. Weiterhin ist es also schon so, dass die expansive Geldpolitik der Vereinigten Staaten natürlich zu einem gewaltigen Kreditwachstum geführt hat. Das ist der Gesamtkredite in Amerika als Prozent des Bruttosozialproduktes. Sie sehen, in den 20er Jahren sind die Kredite auch sehr stark gestiegen. Aber die Gesamtkredite erreichten also nur 186% des Bruttosozialproduktes damals. Aber dann, was passiert ist, 1929 bis 1932, ist das Bruttosozialprodukt sehr stark gefallen. Und dann steigen natürlich die Kredite als Prozent des Bruttosozialproduktes. Und dann folgte eine Periode des Deleveraging. Mit anderen Worten, man hat die Kredite zurückbezahlt, eine rationale Verhaltensweise der Marktwirtschaft. Und dann sehen Sie, in den 40er, 50er und 60er Jahren sind die Kredite eigentlich im gleichen Maß wie das Bruttosozialprodukt gewachsen und die Gesamtwirtschaft.